Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Default. Ich war noch beim Einkaufen, habe mir gedacht, vielleicht könnte ich ja mir noch etwas besorgen. Und habe auch mal die ganzen Fähigkeiten, alles ein bisschen umgestellt. Habe ich eigentlich hier die 10% TP? Ja, 20% Tempo. Ah, okay, ich dachte schon. Windtoleranz, habe ich vielleicht irgendwas für ihn, was besser ist? Erdtoleranz, Katana-Wissen, Multitasking ist natürlich toll, Konter ist natürlich auch was Tolles. Nehmen wir mal Konter. Weil bisher sind wir eh immer hinter ihm gewesen, dann ist vielleicht besser, wenn er noch mal zuschlägt. Und genau das wollte ich jetzt nicht, dass noch ein Kampf kommt. So. Okay, nachdem wir nicht entkommen. Was ist denn das? Ach komm. Okay, wenn ihr das so wollt, dann. So. Jetzt muss ich mich wieder ganz hochheilen wegen euch, Idioten. So. Wenigstens, funktioniert das. Fähigkeit. So. So, jetzt kann ich eigentlich mehr oder weniger das Ganze ein bisschen so machen. Perfekte Heilung. So sieht es aus. So, Moment. So, sorry. Jetzt hoffe ich, dass wir den Kampf dann rumkriegen. Oh, kurz vorm Level up. Magie noch schnell. So, alle mal geheilt. Lieber ein bisschen zu viel. Weil wenn wir dann Mana zu viel haben, dann bringt uns das auch nichts. Die Szenerie kennen wir schon. Deswegen können wir das gleich überspringen. Der Behemoth. So. Hat. Ne, das ist noch Genesung. Magieabwehr, nee, ich brauche die normale Abwehr. Okay, gut. Das war der Plan. Gut. Also. Verdammt. Ich hab's bei ihm nicht geändert, egal. Dann haben wir eben kein Anzeichen. Gut, dann, erhöhen wir das Tempo und du kannst anfangen mit Protes. Das ist natürlich, das fängt schon wieder gut an. Und Vitra, so. Ja, natürlich. So. Dann erstmal plündern. Dann Lebensdieb.
Blitz, nee, Blitzra, wo ist Blitzra? So. Und Angriff. Genesung auf alle. Und du kannst weiter Protest versuchen. Okay, dass er vorher dran ist, ist natürlich nicht so toll. Gebrüll ist auch nicht so toll. Aber wenigstens die Genesung, das macht vieles wieder wett. Oh, so, ach ja, ich krieg ja sogar ein BP dazu. Fähigkeit singen. Jetzt hier, das wollte ich. Den nächsten. Gut, auf jeden Fall bringt das Protes und der ganze Schutz was. So. Und du jetzt mach mal da weiter. Ja, das ist. Ah, der Konter bringt viel. Der bringt schon was. Jetzt können wir wieder mit Plündern anfangen. Und dann Lebensdieb und Angriff. So. Die Heilung und er kann endlich mal das elende Gift wegmachen. So, Elixier konnte ich stehlen, Lebensdieb und noch ein Angriff. Jetzt kann ich halt nicht wissen, wie viel ich ab, wie viel er hat. Aber das ist normalerweise nicht so schlimm. Okay. Feueraufhebung, Wasseraufhebung, Tempo. Okay, er selbst hat keine Abwehr mehr, weil die 4 Runden Abwehr ist schon weg. Dann machen wir mal das und wir müssen wieder die harte Schale nachsingen. Auf sie Protest nachcasten. So. Aber das funktioniert alles. Also, Abwehr ist immer nach oben. So. Ne, was hat der jetzt? Ach, der kriegt einen Donnerkeil, wenn ich die Fähigkeiten einsetze. Aus sich selbst mal wieder. Ihr könnt ruhig auf Ringerbell das Gift machen. Okay. Weil Ringerbell kann ruhig auch Gift abkriegen. Da habe ich kein Problem mit. Oder Moment, kann er Medica? Ah. Weil mit Medica kann ich vielleicht alles auf einmal wegmachen. Perfekt. Naja, dass er dafür wieder gebissen wurde, ist natürlich. Okay, dann plündern wir nur einmal. Machen einen Lebensdieb. Und schlagen auch nur viermal zu. Und wieder die Heilung. Wieder ein Medica. Gut. Dass die jetzt so viel Schaden machen, ist eigentlich recht gut. Ah, verdammt, wir müssen mal wieder die Heilung an bringen und das Tempo fehlt. Okay. Doch, so. Und du, ja, das sollten wir jetzt eigentlich überleben, wenn er nochmal Gebrüll macht.
Jetzt können wir endlich auch mal uns verteidigen. Es ist immer schön, dass Ringabel hätte ich eigentlich auch zum Weißmagier machen können. Von dem, was er gerade macht. Und Tiss hat irgendwie das Bedürfnis, die ganze Zeit angegriffen zu werden. So. Ach, verdammt, das geht nicht. Egal, dann hau erstmal ein Special rein. So. Und Heilung. Okay, das war jetzt doof. Aber jetzt sind wir vielleicht schneller mit dem Ganzen. Ah, 9999 ist schon mal ein Wort. Okay. So. Gut, so, das war gut. Guter Junge. Denn jetzt kriegen wir die Truppe wieder aufgeheilt. Und du machst mal deinen Lebensdieb. Machen wir nochmal ein Plündern, dann sehen wir das nochmal. Gut. So. Erhöht das Tempo aller Verbündeten. Und so. Ja, okay, es gibt jetzt nichts mehr zu stehlen. Aber jetzt dürfen wir den doch eigentlich fertig kriegen. Okay. Puh, das ist. Komm, ja, gut, wenigstens noch das. So. Das ist zumindest schon mal, das ist wieder was. Okay, Giftbiss ist. Puh. Es ist echt, es ist ein schwerer Kampf, muss ich sagen. Also finde ich jetzt. Fähigkeiten. Erstmal so. Dann verteidigst dich. Halt. So. Muss mal sein. Und dann können wir mit Medica wieder was machen. Kein Crit. Blitzschwächung. Ach so, ja. Dadurch, ich habe ihm Blitzschwächung gegeben, weil ich dachte, hey, wenn der schon eine Blitzschwäche hat, warum das nicht auch noch ein bisschen runterdrücken? Okay, Medica. Das. Das zieht, wie man sieht, richtig rein. So. Jetzt kann er sich endlich auch mal wieder verteidigen. So. Ha. Der kann uns jetzt gar nichts mehr anhaben.
Naja, gar nichts wäre jetzt falsch gesagt, aber wir können uns endlich mal gut gegen ihn verteidigen. Und eigentlich müsste es auch bald aus sein. So. Hat deine Waffe noch Osmose? Blitz drauf, meine ich. Wie kann ich denn das nachgucken? Ja, hat sie. Sieht man leider erst, wenn sie die Waffe nach vorne hält. So. Dann fritzelblitzen wir mal rein. Jetzt müsst ihr langsam. Ha! Perfekt zum Folgenende. Boah, der. Der hat schon so einiges drauf. Tiss steigt auf. Idea steigt auf. Ringerbell steigt auf. Fast jeder steigt auf. Gut. Der Dieb haben wir jetzt Stufe 11. Das letzte Hemd erlernt. Aha. Übertrank und Polarwind. Na. Ja, da hat er recht. Also zumindest beim ersten Mal war es ja schon eine Niederlage. Na, mal sehen, was passiert. Das klingt nach einem Alarm. Tja. It's you, Dats, and the proprietress. We've evacuated all the townspeople, except for our friend here, of course. The ship stopped sinking. It's no longer at Aline either. What of the townspeople? They'll be heading back in droves, right? Actually, they all say they've had it with this ramshackle ship. They're sailing off to various other realms as we speak. Legend has it that Grand Ship was built by pirates. Perhaps that blood is still in us. Well, at least everyone is safe. That's a relief. Look, there's a wheel in the council chamber. Hard to starboard. Full speed ahead. Ich muss ihn zum Pirat machen. Stop fooling around, Ringabel. You too, Adia. I wonder what this button does. It's glowing. Like I said, quit messing around. This isn't ours to tinker with. The residents have left the ship and don't appear to be coming back. Women are drawn to men with a wild streak and a hint of danger in their eyes. How about you stop spouting nonsense and push the darn thing? All right, then. Huh? Das ganze Schiff schaukelt. Und es hebt ab. Okay. Das Riesending kann abheben. Ich hätte gedacht, das könnte. Damit können wir rumschwimmen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Amazing.
she can get up to twice the altitude of the echelon. Okay. We could probably cross over into the duchy on this CD card. Easily. Yay! Now we can go and awaken the Earth Crystal. Well, Agnes, shall we make for the Duchy of Eternia? Yes! That settles it. I'm staying too. You want to go with us? You must all be famished. I'll get the kitchen ovens fired up. Wenn sie wieder so ein Festmahl macht wie vorhin, als wir gekommen sind, dann habe ich kein Problem damit. Großschiff, keine Umgebung kann dich jetzt noch aufhalten. Die Welt liegt dir zu Füßen. Um zu landen, suchst du dir eine freie Fläche und drückst den A-Knopf. Wenn du im Wasser landest, kannst du mit der Charlotte lossegeln, die wahrscheinlich irgendwo geankert ist. Ist dir dein Boot, nachdem du Großschiff verlassen hast, abhanden gekommen? Keine Panik, dafür gibt es ja das Luftschiff-Symbol im unteren Kartenbildschirm. Berühre es doch einmal. So. Zack. Und das Luftschiff betreten, Autopilot. Autopilot sogar. Ich kann nicht speichern, dazu muss ich wahrscheinlich wieder an Land sein. Wie das losbrettert. Gleich mal den Wind in den Segeln. Hier kann ich... und jetzt kann ich es hier rufen. Okay, aber erstmal speichern, denn die Folge hat ein bisschen Überlänge schon. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.